Moin und willkommen, meine Freunde der Sonne, zu einer weiteren Folge von Minecraft Nuke 2. Und heute mal gehen wir in eine komplett andere Richtung wie bisher. Das hat einfach den Grund, ich wusste ewig nicht, was ich tun soll. Und für das, was ich jetzt weiterhin tun möchte, dazu brauche ich erst ein bestimmtes Item. Und dieses Item, wie ich ja schon öfters angekündigt werde ich mit einer anderen Person zusammen machen. Aber bei der ist es zurzeit zeitlich sehr schlecht und später bei mir etwas schlecht zeitlich. Deswegen gehe ich heute mal in eine andere Richtung und ihr könnt es schon sehen, in die Richtung Industrialcraft. Und zwar wollen wir heute in der Folge eine Nuke bauen. Hier unten können wir sie sehen. Eine Atombombe wollen wir bauen und mal sehen, was wir damit machen. Vielleicht wollen wir auch mehrere oder obwohl in der ersten Folge jetzt erstmal oder in der Folge jetzt erstmal nur eine Nuke. Vielleicht verschenken wir die, vielleicht pranken wir die eine oder andere Person mal. Ich bin ja eben Prankster. Und hierzu benötigen wir erst einmal einige Maschinen. Ich dachte, es kann mal ganz interessant sein, ein komplett neuer Mod so zu erkunden. Und zwar müssen wir auch erstmal Energie bekommen. Dafür nehmen wir einfach ganz einfach den Generator. Und zwar möchte ich Industrialcraft hier in meinen leeren Raum hier rein tun, der immer noch nicht ganz fertig ist. Oh lol, geile Lichtbugs. Ja, hier wird mein Industrial Raum werden. Hierfür benötigen wir Iron Blades. Dafür brauchen wir den Forge Hammer, den wir echt noch häufig brauchen werden. Zack, dann haben wir den Forge Hammer. Wir machen uns gleich zwei, weil davon werden wir echt viele brauchen. Und dann brauchen wir einfach nur noch Iron. Zack, und dann können wir uns mal einige Iron Plates machen. So, 10 Stück. Gut. Als nächstes brauchen wir für den Generator eine RE Battery. Ah ja, genau, das war das ganze Zeug. Dazu brauchen wir Tin Item Casing. Okay, dann haben wir schon mal den Iron Furnace auf jeden Fall auch. Es brauchen wir eigentlich nur die AI Battery hier oben. Insulated Tin Cable, dafür brauchen wir Rubber. Ich weiß nicht, ob wir Rubber haben. Doch, wir haben noch Rubber. Und dann können wir uns hier Kabel schneiden. Oh, Achievement. Energy Flow. Alter, wir sind richtig im Flow gerade. Okay. Dann können wir das isolieren. Machen wir einfach einmal. Und dann können wir uns auch schon die Batterie hier craften. Dachte ich, aber ich glaube, wir brauchen noch einen Redstone. Ja, genau, dann haben wir die RE-Battery. Und dann können wir uns den Ofen machen, oder besser gesagt den Generator. Mit dem erzeugen wir EU. Die Energie, die uns bisher bekannt ist, ist RF. Und dieses RF ist eben Thermal Expansion. Dann haben wir noch die Energieeinheit KAE, also Kilo Applied Energetics heißt es, glaube ich. Und zwar ist er damit unserem E-System angeschlossen. Und nun sind wir bei der dritten großen Energieeinheit, und zwar EU. Und zwar ist das von Industrial Craft 2. Diesen stellen wir uns jetzt einfach mal hier auf. So, gut. Hier wird Energie erzeugt über Kohle. Wir können mal ein bisschen noch Kohle holen und das mal ausprobieren. Zack, Kohle. Die Ender Quarry oben ist übrigens mal wieder ordentlich voran. Die ganzen Kisten waren voll, habe ich mal wieder ein bisschen entleert. Und hier ist alles sehr, sehr unübersichtlich. Dann werde ich in nächster Zeit auch nochmal was machen, wobei ich noch nicht weiß, ob ich das privat mache oder in der nächsten Aufnahme. Und zwar unseren Reaktor vergrößern. Muss ich mal schauen, vielleicht nehme ich es auf und dann schaue ich mal, wie spannend es war, in Anführungszeichen. Ich muss noch ein bisschen vorproduzieren. Okay, hier werden dann nachher knapp 4000 EU gespeichert. Zack und haben wir den Kompressor. Yay, weiteres Achievement. Epic Squeezy. Wenn ich es richtig ausgesprochen habe. So, den schließen jetzt einfach mal an. Gut, der hat jetzt hier Energie. Und dann können wir eigentlich schon mit unserer Nuke anfangen. Denn ich glaube, mehr als den Kompressor benötigen wir sogar gar nicht dafür. Und zwar fangen wir einfach mal hier auf der Seite an mit den Thick Neutron Reflector. So, jetzt haben wir 6 Stück. Jetzt brauchen wir den Metal Former. Und dann haben wir die, gleich ist soweit, 2 Carbon Plates. Perfekt, das müssen wir jetzt eigentlich nur zusammen craften. Und dann haben wir unsere erste Nuke in diesem Projekt. Ich meine, was gibt es Passenderes als im Projekt Minecraft Nuke eine Nuke zu haben. Und dann haben wir die Nuke. Yes, nice. Oh, was wir jetzt damit anfangen können, könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben oder anfangen sollen. Sollen wir damit jemanden pranken mal? Oder sollen wir es einfach selber behalten für eine Notsituation oder irgendjemand schenken oder
Wie wollen wir es machen? Ich weiß es nicht. Da bleibe ich auf jeden Fall offen. So, das war's mit dieser Folge. Jetzt bin ich nochmal nach dem Schnitt. Ich habe nämlich gesehen, dass es nur 5 Minuten sind. Deswegen noch ein paar Worte noch zu ein paar Maschinen und so. Es war, ich denke mal, wieder alles etwas unübersichtlich. Aber ich musste über eine halbe Stunde Videomaterial runtercutten, weil das ganze gecraft ist. War einfach ziemlich langweilig. Somit habt ihr jetzt nur die interessantesten Szenen gesehen, wo ich einige Maschinen gemacht habe und so. Zum einen den Generator, mit dem wir eben die Energie erzeugt haben. Dann haben wir den Kompressor, der eben komprimiert und daraus man andere Erze oder Erze zu anderen Erzen machen kann. Oder bestimmte Items. Ja, ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Und dann haben wir noch den Metalformer gemacht, aus dem wir diese Refined Iron Plates gemacht haben, die wir ebenfalls für den Nuke gebraucht haben. Und dann haben wir jetzt hier letztendlich den Nuke auch gebaut. Ich hoffe trotzdem sehr, dass euch die Folge gefallen hat. Wenn ja, dürft ihr mir sehr, sehr gerne anhand einer Bewertung zeigen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss.